Die letzten Worte des sterbenden Lord Hellmann lassen Eliwood erstarren. Darin der Marquess von Naos. Er weiß alles. Trotz des Schmerzes, den sie bringen, nimmt Eliwood diese Worte zu Herzen und zieht einmal mehr gen Laos. Auf dem Weg dorthin passierte ein Dorf in Kaelen. Eliwood und seine Truppe beschließen, die Nacht über hier zu bleiben. Und damit sage ich, hey ho und herzlich willkommen zurück zu Fire Emblem mit den Sidequests von Kapitel 13, Merlinus der Händler. Es ist schon dunkel. Wir müssen Halt machen und die Nacht über hier verbringen. Beim ersten Licht des Tages brechen wir nach Laos auf. Markus, bereite das Lager bitte vor. Ja, mein Lord. Das ist also Kaelen? Denkst du, wir sollten uns bei Lord Hausen vorstellen? Wir sind nur auf der Durchreise, daher sehe ich keine Veranlassung. Aber ich frage mich, wie es Lündes wohl ergehen mag. Lündes? Marquess Kaelens Enkelin. Oh, Lündes, die vermisste Erbin, die sich im letzten Jahr Lord Lundgren stellte. Hast du denn nicht in dieser Sache verwickelt? Oh ja. Und? Wie ist diese Enkelin? Ist sie eine Schönheit? Eine Schönheit? Naja, sie ist... ich weiß nicht, sie ist... es muss wohl an ihrer sakaelischen Herkunft liegen. Sie ist... umwerfend. Umwerfend? Was für ein Jammer, nicht wahr? Was? Dass wir nicht die Zeit finden werden, sie zu besuchen, verliebter Junge. Nein, Moment. Lündes und ich... ich meine, wir sind nicht... Ach ja, warum bist du denn plötzlich so aufgebracht? Du wirst rot. Hector, mach mich nicht wütend. Dich zu ärgern ist wirklich ein leichtes. Wie? Was war das? Hast du das etwa auch gehört? Das war ein Schrei, oder? Jemand wird angegriffen. Sollen wir helfen? Aber natürlich. Nein, hilf mir! Dummer alter Narr. Schon seit Stunden laufen wir seinetwegen im Kreis. Nein, bitte nicht. Meine wertvollen Güter, bitte. Nein, was soll ich nur machen? Hilfe! Hey, da. Seht euch das an. Der alte Narr ist reich. Unser Glückstag, nicht wahr, Putzern? Lasst mich doch endlich in Frieden! Was für ein Rabatz! Putzern! Wir können diesen Einfallspinsel nicht einfach loswerden, oder? Warum denn nicht? Es besteht keinen Grund, ihn am Leben zu lassen. Oh nein, bitte nicht! Hilfe! Lasst ihn frei! Ja? Ich sagte, lasst den Mann sofort frei! Wenn ihr schnell wieder verschwindet, lassen wir euch auch am Leben. Hä? Was? Und das von ein paar Gecken wie euch? Wisst ihr, was ich denke? Ihr nutzt den Namen eurer Eltern aus. Lasst es euch gut gehen. Ich verabscheue sowas. Komm schon, haltet euch nicht zurück. Wir werden euch alle töten. Ah, nein! Ihr da, man nennt euch doch Chibi, oder? Ich bin Merlinus, ein bescheidener Händler. Über den Kampf weiß ich nichts. Bitte, ihr müsst mich beschützen. Ja gut, der hat ja auch keinerlei Ausrüstung. Gut, dann werden wir auch alles in die Wege leiten. Wie sieht's denn hier aus? Ja, okay, Dunkelheit liegt wahrscheinlich einfach daran, dass noch Nacht ist, tiefste Nacht. Ich glaube aber, einer von euch hat eine Fackel, oder? Ja, genau, der Markus selbst sogar. Und ich wollte von euch ja noch... Ja, genau, ich hatte noch vor, Items umzutauschen. Da oben sind Festungen, zwei Stück, da ist ein Dorf. Also sinniger wäre es, wenn Markus mit seiner Fackel direkt da hochlatscht. Ich würde sagen, wir bahnen uns hier einen Weg. Wobei ich einige von meinen Leuten dann doch lieber gerne in der Nähe von Merlinus stehen habe, einfach weil er beschützt werden muss. Er kann sich ja nicht wehren. Und ich finde, das eignet sich jetzt gerade echt gut zum Aufleveln. Ich frage mich nur, ob die Gegner auch respawnen können.
Das ist eine andere Sache. Erstmal hole ich den da. Der ist dann aber definitiv weg. Aber ja, das ist eine doofe Wahrscheinlichkeit. Sonst habe ich doch. Ach so. Guy hat noch einen Heilungsstab. Den können wir so lassen. Dann kann Guy im Grunde auch. Achso, der hat nur den Schnitzer. Ja, das ist doof. Hat nicht noch einer ein Eisenschwert? Du hast ein Eisenschwert. Dann machen wir das so. Zera kommt in die Mitte. Ihr könnt tauschen. So. Damit Guy auch ein, was Billiges hat. Das Langspeerchen habe ich, glaube ich, damals nur so gekauft. Der kann auch noch eine Eisenaxt bekommen. Ich glaube, ich habe keine Eisenaxt mehr. Er kann theoretisch den Langspeer haben. Wobei. Er ist bei Level D. Und was braucht man denn für den? Er braucht D. Tja, dann nehmen wir das doch. Dann nehmen wir das doch. Weil, geht das nicht auch so? Obwohl, nee. Nee. Ganz wehrlos will ich den ja nicht haben. So. Habe ich jetzt auf Warten gedrückt? Ja, verdammt. Das wollte ich nicht. Ich wollte nicht warten. Ich wollte den kaputt hauen. Das war jetzt doof. Na egal. Nehmen wir halt einen anderen Weg. Bumm. Das mache ich aber ein anderes Mal. Ich bahne mir jetzt erstmal meinen Weg damit. Oder lasse ich das einfach auf ihn zukommen. Er hat eh den Langspeer. Ja, das ist ja auch egal. Die Frage ist, kommen welche von hier oder von hier? Das kann ich jetzt nicht beurteilen. Deswegen würde ich die da auch nicht so gerne weg schicken. Also es ist klar, Markus schicke ich so weit nach oben. Aber kann ich die Fackel jetzt schon anmachen? Ich glaube, die geht nur Runde für Runde. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Ich glaube, ich lasse euch mal etwas weiter in die... Jawohl, wartet doch erstmal da unten. Und du kannst auch da warten. Mal gucken, was sich jetzt entwickelt in der nächsten Runde. Also da oben sind welche. Die hauen die Bäume um. Klar, um Brücken zu bauen. Ach, der auch. Und die Brücke ist sogar schon fertig. Das heißt, die kommen rüber. So oder so. Okay. Der ist gleich stark. Naja. Da ist auch einer. Also wir können davon ausgehen, da sind zwei Leute. Drei. Da ist auch einer. Da ist einer. Warum ist da einer? Oh, die wollen doch nicht einfach auch zum Dorf. Und das überfallen. Das möchte ich nicht. Gut. Der NPC macht nichts. Vielleicht auch, weil ich den ein bisschen vollgestellt habe. Ich habe ihn ja selbst umzingelt. Aber nur so wollte ich halt da sicher gehen, dass auch kein anderer ihn angreift. Ja, ich würde sagen... Mit... Guck mal, zweimal. Dann ist er weg. Bumm. Einmal ausweichen und nochmal bumm. Fertig. Und Level up. Da, 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 da. Sogar relativ gut. Da habe ich kein Widerwort zu verkünden. Guck mal, da ist er. Da ist er. Gewesen. So gut wie. Aber Zweitschlag bringt's. Ja, theoretisch könnte ich ihn wirklich... Der ist ja so überpowered, dann kann ich ihm wirklich das Stahlschwert gegen sein Eisenschwert umtauschen. Vor allem, weil Loven dann auch definitiv besser zuschlagen kann. Gut, euch versetze ich mal hier rüber. Die Frage ist, was da kommt. Ich würde sagen, ich lasse euch als Nachhut einfach da. Ihr seid eh
sehr stark. Du kannst im Grunde die Eisenlanze auch tragen. Musst nicht das Langspeer. Das Langspeerchen tragen. Das war gleich, ne? Rapier, ja, das bringt herzlichst wenig. Naja. Wäre eine Möglichkeit, aber dann wäre er eingekesselt. Möchte ich nicht. Aber so. Er trifft auch so. Nee. Ja. Und Level up. Auch akzeptabel, definitiv. Und euch, ja, ihr könnt gleich meine Eisenaxt spüren. Ja, ich würde sagen, das war's erstmal. Die hauen jedenfalls weiter auf die Bäume ein, finde ich auch nicht so wirklich prickelnd. Naja. Da kann man nichts machen. Das sind ja alte Bäume, dann ist noch ein Vertreter. Die haben ja noch nicht mal grün dran, ne? Ach ja, man kann sich alles schön reden, wenn man will. Jo, Matthew haut auch gerne zweimal drauf. Naja, so kann man auch recyceln. Ja, das reicht. Immer mal das Eisenschwertchen. Nehmen wir mal die Fackel. Einfach um zu gucken, wer da noch ist. Aha, okay, hier sind zwei Leute. Einer von denen ist in der nächsten Runde auf jeden Fall weg, wenn die nach oben gehen. Guy kann hier aufräumen. Ich finde, er hat so einen unglaublich einfallsreichen Namen, aber was soll man machen? Man kann sich seinen Namen selbst ja nicht aussuchen. Außer wenn man sich gerade irgendwo eingeloggt hat im Internet. Da kannst du es machen. Das ist ja alles doof. Ja, Matthew. Mein Freund. Schaffst du das? Oder... Ich mach's anders. Ich schick euch einfach wieder nach oben. Oder... Ja, ich schick euch einfach ein Stückchen nach oben. Der hat ja noch den Langspeer. Scheibenkleister. Wer kann den Speer haben? Bartra. Geh mal vor. So. Und eigentlich kann Serra schon wieder heilen. Für Erfahrungspunkte. Kriegt sie ja leider nur so. Sie kann ja nicht kämpfen. Noch nicht. Außer wenn sie später eine andere Klasse einnehmen kann. Ja, da ist sonst nichts weiter. Okay. Ich lass Rebecca aber trotzdem bei Merlinus. Ich habe sonst irgendwie ein schlechtes Gefühl. War hier nicht noch einer? Keine Ahnung. Ja, genau, drei Stück waren mir noch klar. Ich habe doch drei Schläge in der Dunkelheit gegen die Bäume gesehen. Und Level up! Okay, es ist nur KP und Geschick, aber naja, es ist immerhin etwas. Also wenn... Oh, vier. Okay. Sollte kein Problem sein. Guck mal, mit einem Schlag. Boom! So geht das doch. Da oben ist sogar der Boss. Der trägt ein Schild. Na, ah, jetzt kommen die Berittenen. Auch schön. Okay.
NPC bewegt dich nicht. Ja, das ist schon mal gut. Besuch mal. Oder? Oder kann... Nee. Nochmal ein Besuch, ja. Oh nein, diese Raufbolde greifen euch an? Auch unser Dorf ist in Gefahr. Wir haben die Angelegenheiten besprochen. Hier, nehmt dies. Das ist alles, was wir an Gold sammeln konnten. Wenn ihr die Banditen vertreibt, soll es euch allein gehören. 5000 Gold Taschengeld. Ist doch schön. Ist doch sehr schön. Dann gehe ich mal wieder zurück in diese Waldstätte, weil hier bin ich doch etwas besser geschützt. Gerade noch gesagt. Jetzt mache ich das auch. Dann können die beide quasi auf gleicher Ebene angreifen. Und ich glaube, das ist auch so ziemlich ganz gut, weil wenn er mit einem Satz alle wieder kaputt haut, kann er im Grunde keine Erfahrungspunkte sammeln. So habe ich mir das gedacht. Und ich würde sagen, für die anderen plane ich im nächsten Part weiter. Deswegen sage ich, ich mache jetzt einen kurzen Schnitt und sage euch, wenn euch der Part gefallen hat, wieder ein Däumchen nach oben, kommentieren, abonnieren und bald wieder einschalten. Tschüss!